Hallo Leute, heute stellen wir euch die Unterschiede zwischen den FIFA-Versionen 2011 bis 2018 vor. Wir fangen an mit FIFA 18. Das Spiel FIFA 18 kam am 29.09.2017 auf den Markt und ist für den PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 und 4, Xbox One und Xbox 360 verfügbar. FIFA 18 ist das modernste und beste Spiel der FIFA-Reihe. FIFA 18 hat eine sehr realistische Grafik und maximal 1080p spielbar. Es ist mit vielen Funktionen und Extras wie den Ein- und Auswechseln von Spielern vor dem Spiel und ist fürs Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Der Moderator bleibt fast gleich zu FIFA 17, aber das Publikum hat sich an der Grafik und Erlebnis mit Sound sehr geändert. FIFA 17 ist am 29.09.2016 auf den Markt gekommen und ist für den PC, die PlayStation 3, die PlayStation 4, die Xbox 360 und die Xbox One spielbar. FIFA 17 ist maximal mit 4 Spielern spielbar. Man kann auf maximal 1080p spielen. Das Publikum ist nicht ansatzweise so gut wie in den weiteren Teilen. Die Moderatoren sind gut und geben meistens gute Informationen. Die Steuerung hat sich zu FIFA 16 besser verändert. Das Spiel FIFA 16 ist das drittneueste der FIFA-Reihe und ist vor 3 Jahren, genauer gesagt am 23.09.2015, auf den Markt gekommen. Es ist für den PC, die Xbox 360, die Xbox One, die PlayStation 3 und 4 und für das Smartphone, für die Geräte Android und iOS verfügbar. Man kann es mit 1 bis 4 Spielern spielen. Man kann es mit 720p bis 1080p spielen. Die Grafik hat sich ziemlich stark zu den vorderen Spielen verbessert. Das Publikum ist realer geworden und die Moderatoren sprechen so wie die echten Menschen. FIFA 15 ist am 25.09.2014 rausgekommen und für den PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Nintendo 3DS und Handys wie Android oder iOS spielbar. Es ist maximal zu 4 spielbar. Die Grafik ist 1080p, trotzdem ist das Publikum noch verbesserbar. Es hat sich nicht viel zu FIFA 14 verändert. FIFA 14 ist am 26.09.2013 auf den Markt gekommen und ist für den PC, die PlayStation 2, die PlayStation 3 und die PlayStation 4, die Xbox 360, die Xbox One, die Wii und Nintendo 3DS zu kaufen, in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Grafik ist nicht ähnelnd so gut wie seine nachfolgenden FIFA-Spiele. Doch es hat viele Features, die besser als die in der nachfolgenden Teilen sind. FIFA 13 ist das erste unserer FIFA-Test-Reihe und hat somit auch die schlechteste Grafik und das unrealste Publikum. Man kann es bis zu 5 Spielern online und offline spielen. Man kann es auf dem Nintendo 3DS, der Wii U, der Wii und dem PC spielen. Ebenfalls kann man es auf der PlayStation 2, PlayStation 3 und Xbox 360 spielen. FIFA 13 erschien am 27.09.2012 auf dem Markt.